Es ist unglaublich viel los im Moment. Wir haben in diesen Tagen gerade ein Krisenkommunikationstraining gehabt. Wir haben mehrere Rhetoriktrainings geleitet. Wir haben ein Training gehabt, Verhandlung und Argumentation. Sonst natürlich Medientrainings, ein Social Media Workshop und, was alles super toll ist natürlich. Das ist keine Frage. Aber durch das hat Zeit gefehlt, wieder für eine aktuelle Folge, für die Folge vom Videoblog mit dem Kommunikationstipp. Das ist natürlich schlecht aus Sicht von Algorithmen auf Social Media, beispielsweise YouTube. Dass YouTube das Video möglichst hoch ausspielt, sind ganz viele verschiedene Faktoren ganz wichtig, wie zum Beispiel schon nur der Titel und Suchbegriff, das ist klar, aber auch der Zeitfaktor. Das heißt, man muss mindestens alle 2 Wochen ein neues Video auf YouTube aufladen. Dass YouTube erkennt, System, die Algorithmen, da passiert etwas, da gibt es eine Regelmäßigkeit. Und sonst stehen die Algorithmen einen irgendwo so ein bisschen in der Versenkung verschwinden lassen. Gut, mein persönlicher Vorsatz, wieder regelmäßige Videos zu machen, wie der da mit Kommunikationstipps, dass eben YouTube die auch besser ausspielt. Das ist ein konkreter Tipp auch für Sie und Ihre YouTube-Videos.